Ein belgisches Gericht hat den einzigen überlebenden Tatverdächtigen der islamistischen Anschläge von Paris zu 20 Jahren Haft verurteilt. Salah Abdeslam sei des versuchten Mordes an Polizisten in Brüssel 2016 schuldig, erklärte das Gericht am Montag. Der 28-jährige Abdeslam erschien nicht zur Urteilsverkündung, die im Brüsseler Justizpalast unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen stattfand. Sein Anwalt hatte mit Verweis auf Verfahrensfehler einen Freispruch gefordert. Abdeslam stand also wegen der Vorfälle bei seiner Ergreifung und nicht wegen der Anschläge in Paris vor Gericht. Damals hatten sich der französische Staatsbürger marokkanischer Abstammung und ein Komplize in einem Brüsseler Stadtteil der Verhaftung widersetzt und dabei Polizisten verletzt. Das Verfahren wegen der Anschläge in Paris steht noch aus. Im November 2015 hatten Attentäter in der französischen Hauptstadt 130 Menschen getötet. Die Extremistenorganisation Islamischer Staat hatte sich zu den Anschlägen bekannt.